Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric und vielleicht habt ihr es gelesen, es ist mal wieder ein Tesla abgebrannt und der Spiegel macht daraus wieder eine ziemlich heiße Story im wahrsten Sinne des Wortes und das regt mich wieder so ein bisschen auf. Kaum brennt irgendwo ein Tesla, wird eine Geschichte draus gemacht in irgendwelchen großen Medien oder sogar im Fernsehen taucht es auf und ja, es wird irgendwie Panik gemacht deswegen und darüber würde ich ganz gerne mich mal ein bisschen aufregen, weil ich muss mich irgendwie darüber aufregen. Ich muss raus. Ja, gleich nach dem Intro. Ich weiß nicht, ob ich mich in diesem Auto noch sicher fühle. Denn so wie ich jetzt gerade gelesen habe, ist in China, genauer gesagt in Shanghai, schon wieder ein Tesla Model S abgefackelt. Einfach so. Stand da in der Garage, Überwachungskamera filmt es, plötzlich fängt es an zu qualmen und dann schlagen lichterloh Flammen aus dem Auto und es brennt in Windeseile ab und mit dem Auto auch irgendwie alle Autos, die daneben stehen. Das ist mir hier so langsam viel zu gefährlich. Ja, manche Journalisten sind sich ja echt nicht zu schade, jeden Scheiß zu schreiben. Hauptsache, es ist irgendwie eine Schlagzeile wert und sei es auch nur, wenn irgendwo ein Auto brennt. Moment mal, nee, wenn irgendwo ein Auto brennt, dann schreibt das ja gar keiner. Das schreibt nur jemand, wenn irgendwo ein Tesla brennt. Und zwar, gerade wieder passiert, gestern gelesen im Spiegel, in Shanghai ein Auto, also ein Tesla, in Flammen aufgegangen. Man weiß nicht so genau, was die Ursache war. War die Batterie beschädigt? Ist das Auto irgendwie vorher über einen Bordstein gefahren? Oder war Brandstiftung im Spiel? Sabotage? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Es muss ja noch untersucht werden. Aber es ist schon mal eine Schlagzeile wert. Wieder brennt ein Tesla und mit ihm fackeln irgendwie viele andere Autos ab. Und au je, das sind gar keine Elektroautos. Das sind die guten Verbrenner, die daneben parken. Die fackeln auch alle mit ab. Ja, ein bisschen irgendwie an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Ich meine, klar, Elektroautos können auch brennen. Es gibt aber viele Leute, die behaupten, die brennen total schnell und immer öfter und sind total gefährlich. Also erstmal, ein Elektroauto brennt, weil der Elektrolyt in der Batterie, und die ist ja nicht gerade klein in den meisten Elektroautos, der ist brennbar. Und der brennt dann, wenn die Batterie massiv beschädigt wird und es dazu internen Kurzschlüssen kommt oder überhitzt das Ganze, das Batteriemanagementsystem komplett ausfällt, die Kühlung ausfällt, dann kann eine Batterie anfangen zu brennen und der Elektrolyt ist sehr stark brennbar. Das geht dann doch relativ schnell und ist auch nicht so einfach zu löschen. Das muss man einfach zugeben, das ist so. Da stellen sich ja auch die örtlichen Feuerwehren gerade immer mehr drauf ein. Ich habe erst am Wochenende in der Zeitung hier in Bremen wieder einen Artikel gelesen, dass die Bremer Feuerwehr jetzt vermehrt die Einsatzkräfte schult, wie sie mit Elektroautos umzugehen haben, wenn sie eins sehen, was brennt. Nicht, dass das so oft vorkommen würde, aber es muss geschult werden. Verständlich, denn das war ja schon so vor 100 Jahren, wo die ersten benzingetriebenen Autos die Kutschen abgelöst haben. Da musste die Feuerwehr auch geschult werden. Wie geht man denn damit um, wenn so ein Auto mal anfängt zu brennen? Kann ich da einfach mit Wasser löschen? Ja, das bringt irgendwie nicht viel. Da muss man also geschult werden. So, und so ist es jetzt bei einer neuen Technologie, Elektroautos auch. Man muss geschult werden. Das ist aber überhaupt nichts Schlimmes, sondern eine reine Frage der Technik, die man anwenden muss, um so einen Brand vernünftig zu löschen. Und die Techniken gibt es. Die Feuerwehr muss sie nur beherrschen und muss sie auch entsprechend einsetzen. So, Punkt. Und warum brennt jetzt ein Elektroauto ständig? Das tut es ja gar nicht. Ich meine, selbst der Spiegel in seinem Artikel, die schreiben, dass seit 2013 gab es jetzt 14 Vorfälle, wo ein Tesla gebrannt hat. Und die meisten waren nach Unfällen. Die wenigsten waren, dass ein Tesla spontan sich entzündet hat. So wie dieser hier in der Tiefgarage in Shanghai. Ja, okay, 14 seit 2013. Das ist ja doch ganz schön viel. Ich guck mal eben, was in den letzten 24 Stunden so hier in der Gegend von Bremen oder Norddeutschland so unterwegs war. Vor 22 Stunden Fahrzeugbrand bei Hochspeyer. Vor 11 Minuten Fahrzeugbrand in der Schweiz. Am 20.04. Fahrzeugbrand in Taunusstein. 22.04. Fahrzeugbrand im Bereich der Karlsruher Straße.
16.04. Spektakulärer Fahrzeugbrand in Wixhausen, das ist bei Darmstadt, das kenne ich zufällig. Vor 2 Stunden, Auto fängt plötzlich an zu brennen. Das ist interessant, da gucken wir mal rein. Das ist von der Schwäbischen aus Leutkirch. Also wie gesagt, von heute offensichtlich. Genau, 23. April. Der Brand war aber schon am Samstag. Zu einem Fahrzeugbrand ist am Samstag gegen 23.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch auf die Kreisstraße ausgerückt. Ein 24-jähriger Range Rover-Fahrer befuhr laut Polizei die Kreisstraße, als im Bereich Hundhöfe plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Der junge Mann konnte das Fahrzeug dann gerade noch so verlassen und der Wagen ging komplett in Flammen auf. Okay, Ursache des Brandes bisher nicht bekannt. Oder hier, da war irgendwo ein Artikel von einer Familie mit einem BMW, die vor einem Kaufhaus geparkt haben. Muss ich mal raussuchen, finde ich jetzt nicht so schnell. Und der Wagen hat, wie gesagt, geparkt, ein BMW, und dann fing er plötzlich Feuer. Und der kleine Sohn, der da drin war, ich glaube ein 9-Jähriger, der konnte seine 2-jährige Schwester gerade noch so aus dem brennenden Auto retten. Und das Auto ist komplett ausgebrannt. Und abgesehen davon, das sind jetzt so ein paar plakative Schlagzeilen, von denen man eigentlich nichts liest in den großen Medien, wenn überhaupt in der Lokalpresse. Abgesehen davon brennen in Deutschland, nur in Deutschland, pro Jahr 15.000 Autos. Also jetzt keine Schmorbrände oder so ein bisschen gekokelt, nein, 15.000 Autos brennen in Deutschland komplett ab. Pro Jahr! So. Und dagegen stehen 14 Teslas in 6 Jahren. Okay. Gut, das Verhältnis ist natürlich extrem negativ für den Tesla. Muss man ja zugeben. Also ihr versteht, ich bin jetzt gerade so ein bisschen polemisch. Aber mich regt das einfach auf, diese Medienpanikmache, wenn mal ein Elektroauto abbrennt, so völlig an der Wahrheit vorbei. Was bezwecken die damit? Sie wollen Ängste schüren. Sie wollen das Elektroauto oder Elektroautos allgemein als unsicher darstellen. Das verstehe ich einfach nicht. Warum? Wieso? Ich meine, es ist doch eine ganz normale Technologie. Manche Leute finden sie doof, ich finde sie toll. Warum muss man die in den Medien immer wieder niedermachen? Ich verstehe es einfach nicht. Also, ich reg mich gerade ein bisschen auf. Sorry, aber das musste mal sein, das musste mal raus. Und ja, wenn ihr gerne was dazu zu sagen habt, bitte in den Kommentaren. Ich bin schon gespannt, was ich hier wieder für Erwiderungen ernte oder für Kommentare ernte. Das war es erstmal von mir. Ich lebe noch, mein Auto ist nicht spontan abgebrannt und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.